Was geht ab, meine lieben Freunde, euer Öni hier und herzlich willkommen zum zweiten Uncharted 4 Let's Play. Ja, meine lieben Freunde, gestern kam die erste Folge online und so ein Feedback, das gab es schon seit langem nicht mehr. 15.000 Likes, 100 Dislikes, 60.000 Klicks, das war einfach ein phänomenales Feedback, Leute. Danke an jeden einzelnen von euch da draußen. Und ja, Freunde, ich habe mir überlegt, wenn dieses Video jetzt heute die 15.000 Likes erreicht, kein Like, geil, dann wird Uncharted jeden zweiten Tag kommen, okay? Jeden zweiten Tag. Ich bringe ja jeden zweiten Tag auf Feel Gaming TV zwei Videos und Uncharted wird dann immer das zweite Video sein. Das heißt, Uncharted kommt jeden zweiten Tag. Also es liegt bei euch in der Hand, Freunde. Schreibt es in die Kommentare, beziehungsweise gebt dem Video einfach einen Daumen nach oben, weil ich werde mir keine Kommentare mehr durchlesen in dieser Let's Play-Reihe. Tut mir leid. Vielleicht die, die ganz oben im Top-Comment sind, aber es spoilern einfach zu viele in die Kommentare und ich würde auch euch empfehlen, nicht in die Kommentare zu scrollen, beziehungsweise euch da alles durchzulesen, weil irgendein Vollidiot, genau du, derjenige, der das geschrieben hat, du bist gerade angesprochen, immer irgendein Idiot ist da am Spoilern, das finde ich halt ziemlich schade. Zum Glück habe ich jetzt nicht so krasse Sachen erfahren, aber trotzdem, das ist unnötig. Kann auch sein, dass der Typ gelogen hat, aber ist ja auch egal, Leute. Wir haben gestern hier aufgehört, wo wir das erste Kapitel gespielt haben, wo Nathan und sein kleiner Bruder noch beide richtig jung waren. Dann sind sie da aus der Irrenanstalt, nicht Irrenanstalt, die waren ja in so einem Waisenhaus, genau, da war der Nathan, da sind die abgehauen und jetzt wollten die irgendwas von so einem Typen klauen, weil der was von der Mutter gekauft hat, was alles sehr wichtig ist für die Zukunft und alles. Da müssen wir einfach mal schauen, was uns da jetzt gleich erwarten wird. Ich freue mich auf jeden Fall abnormal drauf. Nathan ist jetzt wieder älter und dann stürzen wir uns ins Gefecht, Alter, Leute, das wird krank werden, Alter, weiter geht's. Genau hier haben wir aufgehört. Nathan, oha! Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, Wir sind im Gefängnis, Leute, glaube ich. Acabemos con esto. Oha. Boah, Junge! Alter! Chingada, este gringo sabe pelear. Ey, Leute, ich habe letzte Folge was von Prison Break erzählt und jetzt ist das hier Prison Break. Komm her, was willst du, hä? Was, Junge? Ach du Scheiße, komm her. Alter, wir Gangsmann Gefängniskampf hier, was geht hier ab, Leute? Oh, wow, kontern wir erstmal schön. Eieiei, okay, der ist. Oha, komm, weg. Alter, wir müssen hier raus, Alter. Junge. Auf einmal wollen die alle gegen uns kämpfen. Scheiße, Leute, wir kriegen das mega aufs Maul hier. Komm her. Bam. Hau ihn um, Nathan, hau ihn um. Warum sind wir im Gefängnis, Alter? Ich glaube, der wurde mit seinem Bruder erwischt, wollte irgendwas klauen quasi oder sich was zurückholen. Und deshalb sind die vielleicht ins Gefängnis gekommen. Es ist ja auch einige Jahre später jetzt. Nathan ist klein, keiner Junge mehr. Wir sind auf einmal im Gefängnis. Ich erzähle letzte Woche was vom Prison Break. Ey, jetzt reicht aber nicht so aufs Maul hier, Alter. Wir müssen mit, Alter, hier, kriegst du den. Wir müssen mit Dreieck kontern, mit Viereck schlagen. Eine gebrochene Nase. Oh, wow. Was willst du, hä? Boah, wie viel der einstecken kann, ne? Guck mal, wie viele Fäuste hier am Fliegen sind. Boah, jetzt sind wir hier im Matsch. Oha! Viereck. Ey, ich bin fast tot, Leute. Komm, schnell, drücken, helfen. Alter, du musst da aufstehen. Komm schon, sauber. So, jetzt kriegst du auf die Fresse. Hä? Was der Idiotas? Was wollt ihr? Oder, Kleiner? Ich will matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cájalo. Te voy a estar esperando aquí, Franculo. Da ist einfach ein Gefängnis, Leute. Ja, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ha? Wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Ach du Scheiße. Ich habe den Untertitel deaktiviert, Freunde, weil viele meinten, das stört die Spielatmosphäre. Also es wird keinen Untertitel mehr geben. Ihr müsst jetzt immer genau gut zuhören, was die sagen. Ey, wir sind einfach im Gefängnis, Leute, Mann. Ich komme darauf nicht klar. Ey, hoffentlich gibt es jetzt hier einen Gefängnisausbruch. Das wird zu heftig, ey. Ich frage das, warum? Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey, schon gut. Langsam. Okay, jetzt müssen wir uns rausfinden. Oha.
Ein höllischer Ort, Kapitel 2. Infernal Place. Infernal Place. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Alter. Wir sind einfach im Gefängnis, Mann. Jungs. Irgendwo oder nirgendwo. Abend lässt sich hier noch schwer sagen. Oi, Idiota. Die Treppe rauf. Wie jung Nathan da noch ist, ne? Jenes saliendo un prisionero. Abran la reja. Erzählen irgendwas auf Spanisch, Mann. Ich komme mir vor, als ob wir gerade in Sona wären. Wer Prison Break geguckt hat? Hey, Sona. Schöner Tag, echt. Ich komme mir gerade echt so vor, Alter. Egal. Mal gucken, was uns hier erwarten wird, warum wir hier sind. Ich bin echt mega gespannt, Leute, Alter. Willkommen in Panama. Hey, Gringo. Ey, wie lo que hiciste a Gustavo? Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Hey, Vargas. Cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. Muéfense. Quietense, cabrones. Der hat gerade gesagt, willkommen in Panama. Und das Gefängnis, Sona, war auch in Panama. Ey. Ich glaube es nicht, Alter. Und jetzt? Wohin soll ich hingehen? Was wollt ihr? Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich würde mal gerne wissen, was die reden, aber... Ich glaube, mit Untertitel Moment. Würden da auch nichts stehen, was oder? Hast du gesagt? Findest du früh genug raus. Das war ja euer Wunsch gewesen. Ach du Scheiße. Eieieiei. Alter, wie die auf den einschlagen. Oh nein. Ey, die wollen uns jetzt, glaube ich, aufschlagen, oder? Alter, kriegt er da aufs Maul. Oh, die ganzen Ratten und so hier, ey. Ja, chill doch mal deine Eier, Mann. Wem bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Por favor. Wohin bringt dieser Idiot uns, Alter? Ey, die haben irgendwas Schlimmes vor mit uns, glaube ich mal. Nicht da lang. Oh, okay. Ah, da lang geht der. Okay. Wir sind leider gefesselt, Alter. Sonst würde ich jetzt nach irgendwelche dir? Action starten. Aber so. Die Frage ist, warum wir hier sind. Aber ich kann mir nur vorstellen, dass der und sein Bruder... erwischt wurden. Was anderes kann ich mir echt nicht vorstellen. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Du Scheiße. Kanalisation? Hä? Wo ist der hin? Ja, schon klar. Ah, da ist die Treppe. Ich dachte, das wäre ein Tor. Wo lang? Hä? Okay, okay, Alter. Der schubst uns ja sogar weg. Ey. Dadurch. Oder der bringt uns raus, Alter. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wird das Kapitel nicht ein höllischer Ort heißen. Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur... Ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt sich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Draufgeschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh. Das ist eine Metapher. Nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los! Alles war geplant. Der Brief. Por favor.
Bitte. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Boah, Leute. Das ist jetzt die Ingame-Grafik. Da drüben versteckt unter dem Arbeitstisch. Alter. Bei den Kisten. Klasse, danke. Ey, die Grafik ist krank, Leute. Ja, ein Prison Break, also ein Gefängnisausbruch wäre nur zu schön gewesen. Ja, aber leider, ja, war es das wohl doch nicht gewesen. Können Sie beim Rutschen lenken mit dem linken Stick? Okay, wir werden sogar gesiezt in dem Spiel. Jetzt geht's hier hoch. Alter, die Farben und so, wie intensiv die sind, ey. Einfach nur krank, ey. Also das Spiel gefällt mir schon jetzt, ohne irgendwas zu sagen, Mann. Ohne Spaß, Leute. Das ist echt krank, Mann. Also eventuell müssen wir da hoch. Ne, da hoch können wir nicht. Wir müssen dann wahrscheinlich die Kiste nachher verschieben. Da stand ja nicht umsonst Dreieck dran. So. Okay, dann anscheinend hier hoch. Alter, das ist so komisch, Uncharted zu spielen, ey. Nach 5 Jahren Pause mit so einer Grafik und alles. Das ist schon heftig. Ich brauche das Seil. Okay, da müssen wir hin. Nur wie? Ich glaube, wir können das Seil dahin schmeißen, oder? Oder haben wir überhaupt ein Seil? Wir haben gar kein Seil dabei, ne? Also wir schauen uns mal in Ruhe um. Man muss ja auch in dem Spiel rätseln. Das war ja immer so bei Uncharted, dass man auch ein bisschen rätseln muss. Es kann sein, dass hier auch... Siehst du, guck mal. Guck mal, was wir da haben. Bingo. Und weiter geht's. Perfekt. Jetzt haben wir nämlich das Seil. Also Untertitel wolltet ihr alle, dass ich ihn deaktiviere. Und tut mir leid, ich werde mir jetzt, wie gesagt, die Kommentare nicht mehr durchlesen. Euch würde ich es auch empfehlen, Leute. Weil sonst wird zu viel gespoilert. Zack. Komm, spring. Auf geht's. Perfekt. Alter, bitte. Wir bleiben mal stehen und guckt euch das Wasser an, Leute. Ey, das ist ja krank. Guckt euch mal bitte das Wasser an. Ey, in jedem Spiel rede ich über das Wasser, aber guckt euch das Wasser an. Guckt euch den Boden an, wenn man stehen bleibt. Also die Grafik ist wirklich 10-mal besser als bei Uncharted 3 geworden. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Leute. Ey, das ist eine kranke Grafik. Ich werde versuchen, jede Folge so 20, 25 Minuten zu halten, weil es soll ja auch nicht zu schnell vorbei sein, Freunde. 20, 25 Minuten ist, denke ich, so perfekt für das Spiel, wenn es jeden zweiten Tag kommt, wenn ihr die 15.000 Likes erreicht. Bin mal gespannt, wie viele Likes wir hier schaffen, Alter. Weil da würde mich einfach mal interessieren, wie viele von euch Uncharted unbedingt sehen wollen. Und gestern das Feedback war ja schon phänomenal, Leute. Okay, da müssen wir auf jeden Fall erstmal jetzt hinspringen. Zack, spring! Alter. Krank, Mann. Dieses Klettern macht richtig Spaß. So eine Mischung aus Assassin's Creed, Tomb Raider. Oh, wow, 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 wow. Das war jetzt nicht so toll. Dann müssen wir hier links lang. So, perfekt. Ja, heute wird noch eine Folge Frag den Rillepeter wahrscheinlich kommen. In Black Ops 3. Ich könnte da runterrutschen. Also, mit dem Seil am Posten. Wow, Alter. Das war knapp. Habt ihr das gesehen? Aber war schon klar, dass man das so machen musste. Ey, das Wasser beeindruckt mich so unnormal, Leute. Ich schwöre es euch, Alter. Das ist krank, Leute. Ey. Bin gespannt, was Sam dazu sagt. Ey, mein Fernseher ist zu laut. Ich muss das mal demnächst mit Kopfhörern spielen, weil wenn ich mit Fernseher zocke, dann höre ich manchmal nicht, wenn der was sagt, dann rede ich dazwischen und so. Ich muss unbedingt mir mal ein Gaming-Headset holen. Ihr meintet ja alle, Astro A50 soll sehr gut sein, auch für COD. Auf nach oben. Und das kann ich auch für andere Spiele benutzen. Ich bin der König der Welt! Alter, ey, diese Aussicht, Leute. Wir genießen uns mal, wir genießen das mal hier einfach. Sieht echt prächtig aus, wundervoll. Ja, wir schauen uns erstmal hier um. Es gibt ja auch wieder in diesem Spiel Schätze zu finden, wie bei jedem Uncharted. Aber ich werde die natürlich jetzt nicht gezielt suchen, sondern nur, wenn ich einen finden sollte, nehme ich den natürlich auch mit. Aber jetzt so gezielt nach Schätzen suchen, das brauchen wir auf keinen Fall, Leute. Weil die sind ja jetzt nicht irgendwie Story entscheidend oder sonst was. Also Details und alles werde ich mir natürlich schön durchlesen. Aber jetzt so Schätze sammeln, wie gesagt, ja eher nicht. Also bisher auch noch kein einziges Mal... Wir sind bisher noch kein einziges Mal gestorben, Leute. Ist das jetzt aufgefallen? Okay, ist ja auch Kapitel 1 erst. Steht voll, sterbe ich gleich. Aber das finde ich auf jeden Fall schon mal gut, als wenn wir kein einziges Mal gestorben sind. Als er noch ein kleines Kind war, hat er diese Entfernung nicht geschafft, Leute. Wisst ihr das noch? Jetzt schafft er das. Okay, jetzt müssen wir hier nach El Gringo. Wir sind einfach in Panama, Leute. Ich glaube, dass hier drin Dutzende Piraten auf den Galgen warteten. Ja. Oha. Ach du Scheiße, wo sind wir denn? Wo lang? Ach du Scheiße, Alter. Ich krieg Schiss, Leute. Immer diese dunklen Orte. Man weiß ja nie, was sich hier so rumtreibt. Da kommen diese ganzen Staubdinger in der Luft. Was soll man denn? Ah! Ziehen, L1 gedrückt halten und linken Stick bewegen. Ah! Können wir das rausreißen. Und das bringt uns was, dass wir eventuell da jetzt hinspringen können. Aber wir können natürlich auch mal hier runter gehen und uns mal hier unten umschauen.
Hier ist aber, ich sehe ja keinen Schatz hier, der wollte doch seinen Anteil haben, der Typ. Aber hier ist ja kein Schatz, was will er dann für einen Anteil haben, der Vogel, ey? Also hier unten scheint ein... Ah, doch, da. Da liegt was. Das werde ich mir schön durchlesen, Leute, ich schwöre es euch. Sowas lese ich mir, Uncharted lese ich mir immer durch, Alter, ich schwöre es euch. Gefängnisse wären schlimm. So, wir fangen mal an. 18. September 1696. Heute Nachmittag ließ ich den ersten aus Captain Averys Crew hängen und seine Kameraden hatten Logenplätze. Dieses Vorgehen mag unnötig gewesen sein, hat ihnen vor dem nächsten Akt aber ungeheure Angst eingejagt. Mein Besuch bei den verbleibenden Männern im Turm. Die armseligen Piraten warfen sich mir zu Füßen und winselten um Gnade. Eines Tages möchte ich solche Gnadengesuche von ihren Flüchtlingen Kapitän hören. Dann am 20. September 1696, heute Morgen ließ ich die rechtlichen... Ey, ich kann gar nicht mehr lesen, Alter. Ich bin voll nervös. Ich weiß auch nicht, warum. Heute Morgen ließ ich die restlichen Piraten hängen. Eine arme Seele war so mutig, mir noch beim Überstreifen der Kapuze eine Bestechung anzubieten. Weitere vage Versprechungen eines riesigen Schatzes. Ich fragte ihn, wo dieser Schatz zu finden sei und ließ ihn bei seiner Antwort baumeln. Ich ertrage keine weiteren Piratenlügen mehr. Okay, anscheinend dieser Avery, der ist auf jeden Fall ein hoher Mann gewesen. Wir können jetzt ja auch zoomen, wir können das auch drehen. Aber da wird nichts mehr sein, denke ich. Wie bei Until Dawn, da konnte man das ja auch mal drehen, da war da hinten auch noch was. Aber sonst gibt es ja keine möglichen Hinweise. Deshalb denke ich mal, dass wir dort hinspringen müssen, wo das gerade gekennzeichnet wurde. So, machen wir mal direkt. Kaum zu glauben, dass das hier noch steht. Ah, da oben, ah. Wir wussten, wie man robuste Gefängnisse baut. Ey, der redet voll leise, könnten wir ruhig ein bisschen lauter reden, der Nathan, ne? Egal, wir machen das jetzt schon, Leute. Wir müssen jetzt einfach durch das Fenster springen. Whee! Boah, Junge, ey. Okay. Also die Grafik haut mich einfach nur um. Das ist ziemlich cool. Das ist ziemlich cool. Also nächstes Mal muss ich unbedingt mit Kopfhörern spielen, Leute. Auf jeden Fall. Irgendwie mit Kopfhörern. Eieiei. Da müssen wir jetzt echt aufpassen, wenn ich hier runterfliegen. Oh Mann, Sam verpasst echt was. Ja Mann, unser Bruder. Auf geht's. Bei uns Frage. Zelle. We're sweet. Okay. Wo fange ich an? Das ist die Sonne, Zelle, ne? Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Jetzt kommt wieder dieses Notizbuch hier raus. Das ist ein Teil des Symbols. Ja. Schwenken. Drehen das mal um. Da ist die andere Hälfte. Ja. Also dann. Okay. Aber die Frage ist, was hat das genau zu bedeuten, ey? Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Okay, dann drehen wir es mal um. Da können wir auch nichts machen. Warte mal, wir können es nochmal drehen. Aber das bringt auch nichts. Warte, wir drehen es nochmal um. Da ist auf jeden Fall... Dieses Zeichen müssen wir als nächstes finden, glaube ich. Seht ihr das? Dieser Pfeil nach rechts. Wir gucken uns mal um. Wo könnte das sein? Seht ihr das irgendwo? Warte mal, irgendwo muss es hier doch sein. Jetzt beginnt direkt wieder dieses Rätseln. Das Rätsel muss eine Bedeutung haben. Hier sind auch nochmal tausende Sachen. Leider nein. Der ist es auch nicht. Aber wir machen nochmal unser Notizbuch auf. Wir gucken mal nach. So, da ist eine Sonne und rechts ist dieser Pfeil. Alter, ey. Entweder bin ich gerade dumm oder das ist gerade echt schwierig. Es muss auf jeden Fall irgendwas sein hier. Okay, die Sonne war ja hier. Also, denke ich mal... Ah, da ist das Zeichen, da ist das Zeichen. Seht ihr das? Das ist es. Da ist dieser Pfeil rechts nach oben. Seht ihr das? Und dann danach kommt so ein M-artiges Zeichen. Das sieht aus wie ein M. Okay, da geht's weiter. Also mal... X, also guck mal, ich verstehe. Das Zeichen ist ein X. Okay, müssen wir erstmal dieses X suchen. Und die Frage ist, wo ist dieses X? Da ist das X. Das muss man zuerst drücken. Römische 10. Nichts. Hä? Was stand nochmal im Brief? Da steht das doch. Und das andere ist XI. Ich weiß, ich kann jetzt die römischen Zahlen nicht so gut. Aber vielleicht habe ich das falsche Zeichen benutzt. Das ist einfach so ein X mit Unterstrich, Oberstrich, ne? Habt ihr doch gerade gesehen, Leute. So, jetzt gucken wir hier. Das ist es doch. Deshalb checke ich das gerade nicht so. Ah, da, L3. Skorpionzeichen. Und
und eine römische 2. Ach so. Das ist ein bisschen schwierig jetzt, Leute, Alter. Man muss wirklich überlegen, Alter. Mann, Mann, Mann. Da ist auf jeden Fall... Es muss irgendwo hier losgehen. Ey, Leute, die wollen mich ficken, Alter. Die wollen meinen Kopf direkt am frühen Nachmittag anstrengen. So, ich mache jetzt noch einen Versuch, Leute. Danach gucken wir mal selber. So, wir sehen da eine Sonne. Okay, die hat man gerade gefunden. Vielleicht... man muss die, glaube ich, addieren. Guck mal, Leute, unten links steht die ganze Zeit Hinweis. Ich bin am Überlegen, das zu machen oder nicht, Alter. Aber ich will es alleine schaffen. Guck mal, wir müssen das einfach nur, ich glaube, addieren. Guck mal, also, X und XI. Das müssten doch XXI sein, oder? Hey, ich verstehe selber nicht. Wir gucken mal, was am ähnlichsten passen würde. Okay, das würde passen, glaube ich, oder? X und 2, das könnte gut sein. Wir schauen mal sonst weiter. Ansonsten ist es das, 100%. 100%. Das muss das sein. Was anderes kann einfach nicht gehen. Weil dieses X, das muss ja mit beibehalten sein. Das ist nur hier behalten. Siehst du, das passt ja auch. X und X1, X... Ja, Mann, Alter, das ist dumm von mir gewesen. 100%. Ich kann mein linkes Ei drauf wetten, dass das ist. 10 und 2. X und II. Ich hab's gewusst. Sieh sich das einer an. Ein Kreuz? Okay. Gucken wir uns das mal an. Ina factis recipimus. Was soll das heißen? Also das Kreuz führt uns quasi weiter. Ist da noch was drin? Wahrscheinlich kommt so eine Schlange raus. Hm, das muss es sein. Dann mal zurück. Okay. Ja, aber krass, Mann, dieses Rätsel. Ich hätte aber auch selber drauf kommen müssen. Das war ja in so einem Kasten gewesen. Eventuell ist das ja der Schlüssel hierfür. Oder? Na los! Warum hat er das nicht direkt aufgemacht? Ei. Oh, was ist denn da unten? Was ist denn da unten? Könnt ihr das sehen? Aber wofür hat er denn jetzt... Warte mal, wofür hat er das jetzt da rausgeholt, wenn die Tür schon offen war? Vielleicht brauchen wir dieses Kreuz gleich noch. Aber... Was soll man denn hiermit machen? Was soll man denn da machen? Ach so, das ist ein Fenster gewesen. Da ist das Wasser. Ich dachte schon, das wäre irgendein Raum. Okay, zum Abseilen gedrückt halten und linken Stick benutzen. Okay, wir seilen uns mal jetzt ab. Ja, krass, man, ich schon so lange überlegt habe für so ein scheiß Rätsel. Ich will abnehmen. Wow, wow, wow. Wow, spring! So. Hier sind wir auch schon direkt. Wir gehen mal weiter. Eieieiei, ich fall gleich runter! Boah, war das knapp? Hier können wir locker runter. Auf ein neues. Scheiße, spring! Boah, geschafft. Ich will versuchen, das Spiel durchzuzocken, ohne einmal zu sterben. Vielleicht schaffen wir das, Leute. Machen wir erstmal die Tür hier auf. Mann, dieses Rätsel hat mich gerade echt gefickt, Alter. Das war schon mal so ein... Hätte ich mich mal ein bisschen schlauer machen. Alter, sieht das krank aus hier, ne? Was war das? Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Träum weiter. Bester Mann, der Nathan, Alter. Immer noch die gleichen Hammersprüche drauf wie damals. Ey, Leute, Alter, dieser... Da kommt man echt nicht drauf klar, ne, auf diese Aussicht. Ey, wenn wir jetzt schon wieder so viele Minuten Let's Played, Alter. Ich würde sagen, komm, wir springen noch zurück. Das machen wir noch. Nein. Wow, wow. Ach du Scheiße, war das knapp. Junge. Wir gucken einfach mal, was uns gleich noch erwarten wird, ey. Also wie gesagt, 20, 25 Minuten werde ich das immer versuchen zu halten, Freunde. Nicht länger. So, ich springe jetzt hier noch ganz kurz hoch. Weil ich will auch wirklich, dass Uncharted nicht zu schnell vorbeigeht, Alter. Ihr sicherlich auch nicht, weil das Spiel... Ja, das ist zu schade, um es zu schnell durchzuzocken. So, wir springen jetzt noch schön zusammen hier lang. Ich würde sagen, wir machen schon mal die Abmoderation, Alter. Ja, Freunde, wie gesagt, wenn ihr wollt, dass Uncharted jeden zweiten Tag kommt, dann vergewaltigt den Like-Button. Zum Springen auf eine niedrige Kante Kreis drücken. Dann vergewaltigt unbedingt den Like-Button. Wir werden jetzt hier runterspringen. Und dann gucken wir mal, was er zu sagen hat. Komm, mach auch mal. Zack. Jetzt reden wir geschafft. Mal. Was gefunden? Drake? Was? Da war alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war er nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Ja.
Gibt's irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Na, kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. So, Leute, und hier werden wir beim nächsten Mal weitermachen. Genau dann, wenn es hier weitergeht, Alter. Ja, wie gesagt, es liegt an eurer Hand, ob wir die Let's Plays jeden zweiten Tag rausbringen oder nicht. 15.000 Likes auf diese Folge. Ich werde mir, wie gesagt, die Kommentare jetzt eigentlich so gut wie gar nicht durchlesen, außer die Top-Comments vielleicht, die ganz oben stehen. Aber sonst werde ich mir da keine durchlesen. Müsst ihr verstehen, Leute, weil ich will nicht gespoilert werden. Ihr sicherlich auch nicht. Ja, Leute, das war's dann jetzt auch heute wieder. Ein richtig cooles Let's Play. Also es fängt natürlich immer locker an, das Spiel, noch keine Ballerei und sowas. Aber natürlich viel Abenteuer, viel Action, sogar auch schon das erste Rätsel, wo ich am Verzweifeln war da, Alter. Hätte ich aber nicht gedacht, dass man das so beides addieren muss. Aber ja, kann vorkommen, Alter. Ich freue mich auf die weiteren Rätsel, auf die weiteren Folgen. Die beste Let's Play-Reihe einfach anschauen. Da muss man einfach sagen, Leute. Ja, die halbe Stunde, ey, die ist gerade wirklich wie im Flug vergangen, Alter. Ich habe gerade gesagt 20, 25 Minuten und halt es am Ende doch noch eine halbe Stunde. Ja, Freunde, auf jeden Fall war es jetzt auch. Euer Öni ist raus. Übermorgen geht's weiter, wenn ihr die 15.000 Likes schafft. Öni ist raus. Macht's gut. Heute kommt noch Frag den Drillepeter. Vielleicht kam das auch schon online. Macht's gut. Haut rein und ciao.